Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis und heute zeige ich euch etwas Episches, was wir ja am Ende des Easter Eggs gemacht haben. Black City, Vitisar, Vectic und ich haben ja alle Richtofen Easter Eggs gemacht und haben alle Navigationskarten verbunden, damit die Türme miteinander verbunden sind. Jetzt von Transit, Dyrrhice und von Byrrhid. Da sind ja Türme und die müssen miteinander verbunden werden. Das haben wir gemacht und haben dann den Ja, die Box bei Byrrhid geöffnet, wo der Button Push ist. Und ich würde mal sagen, ihr hört zu. Ich kann den Äther nach meinen Wünschen manipulieren. Die Welt ist nun mein persönlicher Spielplatz. Was? Was hast du getan? Ich habe gewonnen, Maxis. Das habe ich getan. Aber was ist mit Samantha? Deine Taten bringen der Seele meiner Tochter ewige Verdammnis! Selbst wenn sie dir egal ist, willst du doch sicher in deinen Körper zurückkehren! Nein, nicht wirklich. Ich verfüge bereits über die Macht, diese Unterwelt zu verlassen und die physische Sphäre erneut zu betreten. Ich kann mir jeden Körper nehmen, den ich mir wünsche! Was dich betrifft, Maxis... Du hörst einfach auf zu existieren. Auf Wiedersehen! Nein! Hol tief Luft, Samuel. Wir werden uns viel näher kommen. Endlich bin ich, wie sagt man doch gleich, materiell. Nein, nein, körperlich. Ich habe meinen eigenen Körper. Ich kann Dinge berühren, sie fühlen und riechen. Oh, vielleicht ist Letzteres gar nicht so gut. Nein, halt! Etwas stimmt nicht. Ich kann meine Bewegung nicht kontrollieren. Vielleicht brauche ich nur etwas Übung. Was ist los? Oh, Samuel, du bist noch hier? Okay, das ist jetzt irgendwie unangenehm. Es ist gar nicht so viel anders als zuvor. Wir können miteinander reden, spielen und Spaß haben. Eigentlich ist es ziemlich aufregend. Magst du Salat? Ich verstehe dich, Sammy. Mach einfach weiter wie bisher und ich lasse dich eine Weile in Ruhe. Ja, wie man sieht, hat jetzt Richtofen die komplett Kontrolle über die Zombies. Maxis mischt sich nicht mehr ein und ja. Was ich noch dazu sagen muss, ist, dass man, wenn man dieses Easter Egg fertig hat, bekommt man einen Eselstritt-Perk, dass man nicht mehr verliert. Und das erlaubt euch, vier Waffen zu tragen. Zudem bekommt ihr ein permanentes Fire Sale, das auch nie wieder weggeht. Also für immer, in diesem Spiel für immer, nur für 10 Punkte an die Kiste gehen. Na, uns hat es nichts gebracht, weil wir in eigene Spiele gespielt haben und somit auch kein Highround damit erstellen können. Na gut, viel Spaß noch beim Zombies töten und haut rein.